Ja, die Feuerwehr ist unterwegs und. Oder Krankenwagen, eins von beiden. Ich denke mal Krankenwagen eher, weil hier brennt ja nichts. Außer das Spiel, weil ich bin Feuer und Flamme. Willkommen bei dem Spiel Judgment vom Hause Sega. Die Macher auch von Yakuza. Und mein Name ist Christian 3000 und ich begrüße euch bei einer weiteren Folge. So, ja, Livestream Folge 13 ist immer noch am Start. Ja, heute mal eine Überlänge, sage ich mal so. Wir machen jetzt noch eine halbe Stunde, Stunde ungefähr so. Mal schauen, wie wir Lust und Laune haben. Und ja, in der letzten Folge haben wir einen Starker-Dings festgenommen. Was haben wir noch gemacht? Dann haben wir noch einen Perversen einkassiert, Dings festgenommen natürlich. Alles auch easy. Und ja, jetzt schauen wir mal, was wir jetzt noch Schönes machen. In der halben Stunde, Stunde vielleicht mal ein bisschen Mission weitermachen oder doch ein bisschen durch die Stadt schlendern und mal schauen, was wir noch so alles Schönes machen können. So, und ja, wie gesagt, für die Leute liken, abonnieren, kommentieren. Support ist kein Mord. Würde mich auf euer Feedback freuen. Und somit starten wir jetzt durch. Let's go. Haut rein. Und ich starte. Bam. So, let's go. So, okay, also wir haben die letzte Mission abgeschlossen, haben leider kein Geld bekommen. Jetzt schauen wir mal, neue Projekte wurden angeschrieben. Köpfchen statt Kraft. Okay, das haben wir finanziert, Wunder da, sein erster, oh, 20.000, okay, huhaha. Okay, bevor wir hier irgendwas weitermachen. Ja, nochmal 2000 und hier auch noch 2000, machen wir hier auch noch 2000, nein, keine 20.000, nein, ja, machen wir 5000,4000, okay. So, und hier auch noch ein 10er rein. Okay, let's go. Move Patrol. So. Aber wenn wir gerade einmal hier sind, können wir auch gleich mal was kaufen. Sorry. Gibt es hier irgendwas einzusammeln? So. Also, wie viel haben wir davon? Machen wir 2. Sollte lang. So. Also eine erhöht. Yay. Und wie viele Punkte habe ich insgesamt? 2. Alles klar. Besser als nichts. Ja. So, dann würde ich sagen, dann essen wir mal was. Dann haben wir hier. Okay. Also. Einmal. Zweimal. Machen wir hier mal ein bisschen leer. Ja. Okay, gut. Gut, erstmal lang. So. Dann checken wir die Karte. Wir haben hier Haufenweise Hände. Und die müssen wir alle aufleveln. Aber durch die ganze Mission komme ich einfach nicht dazu. Wir haben bloß 2 oder 3 oder 6 Leute, glaube ich, 7. 7 war es beim letzten Mal, genau. Und ja, komm, wir lassen uns einfach noch die Mission machen hier und mal schauen, was uns hier erwartet. Und dann sehen wir auf jeden Fall dann mal weiter. So, dann gehen wir hier hin. Oh, sorry. I'm so sorry. Ich glaube, irgendwann mal einen Pfandleier gibt oder sowas. Wahrscheinlich fehlen mir haufenweise Läden, die ich nicht mal kenne. Was ist das? Leere Flasche schon wieder bekommen. Okay. So. Dann bin ich mal gespannt, was hier abgeht. Ah, guck dir an. Da ist er ja. Ansehen. Hm. Kaito-san sieht aus, als wäre mit einem Bekannten unterwegs. Jo. Hey, Kaito-san. Ein Freund von dir? Jawohl. Oh, hey. Tag.
Das ist Adachi. Wir kennen uns seit der Mittelschule. Adachi, das ist Tak Yagami, der Typ, von dem ich erzählt habe. Oh, wie er leibt und lebt. Keiner hört nie auf, von dir zu quatschen. Ich bin Hayato Adachi. Der Präsident und Direktor von Adachi Estate. Die Firma gehört dir? Ja, aber sie ist noch nicht. Sie ist noch ziemlich klein. Beweisstück. Wir haben jahrelang nicht miteinander geredet, aber neulich sind wir uns zufällig über den Weg gelaufen. Jetzt habe ich einen neuen Saufkumpan. Ich wollte euch schon früher bekannt machen, aber naja. Ach, kein Problem. Wir wollten uns gerade ein Bier genehmigen. Bist du dabei, Tak? Je mehr, desto besser. Sage ich immer. Jetzt gleich? Kommt etwas plötzlich. Komm schon, du Nase, wir gehen ins Sender. Let's go, Tender! Adachi war einer der klügsten Köpfe in der Schule, weißt du? Also ein Vorzeigeschüler. Nee, er übertreibt. Ich habe gut abgeschnitten, aber ich war ein Rebell und habe mich ständig gestritten. Die Lehrer haben mich gehasst. Ja, und jetzt weißt du, warum wir Freunde geworden sind. Adachi und ich haben zusammen immer die Ärsche von diesen Möchtegern-Gangs in der Nachbarschaft vermöbelt. Er hatte das Köpfchen und die Fäuste. Wir waren ein brandheißes Team, oder? Oh ja, alleine gefürchtet, zusammen und unaufhaltsam. Wenn wir die Straßen unsicher gemacht haben, blieb kein Auge trocken. Kaito! Bis heute habe ich nie jemanden getroffen, den ich lieber im Team hätte als Kaito-san. Ah, das hört man natürlich gerne. Oh, aber so dick musst du nicht auftragen. ach, natürlich. Außerdem hast du jetzt einen neuen Partner. Meinst du mich? Hä? Tak? Mein Partner? Wir sind ein gutes Team, aber Partner? Was meinst du, Tak? Ich weiß nicht. Ich habe dich immer als Kollege gesehen, aber als Partner funktioniert für mich auch. Yagami-san, ich falle nur ungern mit der Tür ins Haus. Aber glaubst du, wir könnten mit Kaito eine Weile. Ich könnte mir Kaito eine Weile ausleihen? Oh, für einen Auftrag? Genau. Ich wollte dafür eigentlich in deinem Büro vorbeikommen, aber. Ach ja. Ach, hier passt es auch. Aber was will eine Immobilienfirma mit jemandem wie Kaito? Tja. Ich brauche einen Bodyguard. Oh. Oh. Was meinst du damit, Adachi? Man würde nicht meinen, dass die Immobilienbranche so gefährlich sein kann. Aber der Markt in Kamurocho zieht schon seit Jahren Problemfälle an. Und die hassen Neulinge wie mich. Wenn du von Problemfällen sprichst, meinst du dann die Yakuza? Ja. Einen nie endenden Kreislauf aus Fäden, Schutzgeldern und Abschreckungstaktiken. Und deshalb brauchst du einen Bodyguard? Ja, aber nur, wenn es keine Umstände macht. Ihr könnt euch vor Aufträgen bestimmt kaum retten. Hi. Geht so. Ich habe volles Verständnis für deine Lage. Und wenn es für keine Sache in Ordnung ist, keine Einwände. Klar, kein Ding. Aber es gibt keinen Freundschaftsrabatt, Adati. Natürlich. Wir hören sich 80.000 pro Tag an. Oha. Hi. Keine Einwände. Wunderbar. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass ihr so flexibel seid. Kaito. Und Kaito, sieht aus, als würden wir wieder als Teams unterwegs sein. Aibo. Freut mich schon darauf. Partner. Ja. Ja. Das weckt Erinnerungen. Schön, dabei zu sein. Der Nebenfall, Partner.
Wunderbar. Kaito-san scheint die Zeit mit seinen alten Kumpels zu genießen. Hayato Hadachi. Ich muss die Visitenkarte seiner Firma in meinen Fallakten haben. So komme ich auf die Adresse. Vielleicht sollte ich mal nach ihm sehen. Mit dir kann ich auch nicht reden. Dreckiger Lappen. So. Fallakte. Was? Achso. Nebenfälle. Okay, das haben wir auch abgeschlossen. Und schon wieder die beiden. König der Herzen, abgeschlossen natürlich. So. Jetzt muss ich mal gucken. Partner, hier haben wir es doch. Okay. Dann. So. Adresse ist Tenkaichi Alley, Gebäude, zweite Etage. Okay. So. Dann, wo haben wir das? Ich muss auch, glaube ich, hier sein, oder? Oder war das doch auf der anderen Seite? Oder warte, 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 warte. Ja, genau, hier ist ja die Street. Dann müsste es hier sein, eigentlich. Zweite Etage. Ja, probieren wir es einfach mal. So. Oh, falsche Richtung. Sorry. War voller Absicht. Ha! Opfer. So. Dritte Etage war das sogar. Nicht zweite, dritte Etage. Was ist denn hier los? Ansehen. Ah, natürlich ist das passiert. Verschwinde endlich. Und das ist Kaido sein wieder und tut, was er am besten kann. Ist dieser Typ in dem komischen Hemd ein Yakuza oder so? Vermutlich. Adachi ist total zwielichtig. Würde mich nicht wundern, wenn er Yakuza anheuern würde. Zwielichtig? Was meinst du damit? Hast du die Gerüchte nicht gehört? Angeblich endet jede Verhandlung mit seinem Büro in einer Drohung. Autsch. So ein Gerücht kann ich nicht einfach ignorieren. Bravo. Jo, Tag. Was gibt's? Haben diese beiden Typen Mist über mich erzählt? Ja. Sie mochten nur dein Hemd nicht. Wie denn auch sei. Wie läuft der Job? Könnte sein. Hast du dich schon aus allen Ärger raus? ja, warum fragst du? Willst du etwas sagen, dass ich Ärger mache? Nein, 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 nein. Ich habe nur dieses Gerücht gehört. Kaito! Das wäre alles für heute, Kaito. Was meinst du? Auf ein Barbier? Auf ein paar Bier? Oh, Yagami-san. Du hättest mir sagen sollen, dass du vorbeikommst. Hey. Komm, Kaito. Wie hört sich ein Tender für dich an? Oh. Klar, ich will nur erst irgendwas essen. Bin am Verhungern. Dieses Gerücht lässt mich einfach nicht los. Vermutlich steckt nichts dahinter, aber ich sollte ihnen trotzdem nachgehen. Vielleicht finde ich ja etwas heraus, was ich mich an den Hangout-Spots in der Gegend umhöre. Okay. Also. Gut, im Endeffekt brauche ich jetzt nicht wirklich danach weiter suchen jetzt. Ja. Das ist das. Gibt's denn hier irgendjemand zu reden? Hier drüben sind noch welche rübergegangen. Nicht? Mal kurz gucken.
Einer. Ernst jetzt, ja. Bam. So. Jetzt probieren wir das einfach nochmal. Zerkratzter Spiegel. Was der Hell ist das denn? Ich hab noch nie gehört. Hallo. Ich werde einfach nicht schlau aus dem Laden hier. Ich darf jetzt bloß nicht vergessen, mich mal zu informieren im Internet. Hier ist auch keiner. Bei den anderen erzählt mir auch keiner was, also schwer. So. Okay. So, neue Skills freigeschaltet. Das wollte ich eigentlich auf uns auch mal gucken. Neue Skills freigeschaltet, genau. Jetzt müssen wir mal gucken, warum wir das überhaupt haben. Wir haben derzeit 3000. Warte mal. Dafür musste ich doch Angriffsboost 2. Angriffsboost 2. Wildheit des Tigers. Das ist X-Boost. Wird schneller. Wildheit des Tigers. Da brauche ich 3600. Also muss ich doch noch ein bisschen sparen. Alles klar. Gut, da würde ich sagen, holen wir uns noch mal was zu essen ab. Also ich habe ja schon alles gekauft. Den kriege ich auch nichts mehr geschenkt. Schwein. Oh, Schwein! Ihr Schweine! Stirbt. Hier vorne war auch noch eine kleine Nebenquest. So wie ich mich noch erinnere. Tu mal einfach mal diese Nebenquest einfach mal. Kieselstein. Für was brauche ich einen Kieselstein? Ich habe keine Ahnung. So, oh, hey. Tsukumo. Was bringt sie in die echte Welt? Hey. Nur etwas, was meine Neugier geweckt hat. Worauf können sie denn neugierig sein, was ihnen eine Suchmaschine nicht verraten kann? Oh, ich habe diese elektromagnetische. Was? Warte mal, Leute, Alter, also, oh, stopp. Oh, ich habe diese elektromagnetische Welle auf einen seltsamen Frequenz aufgeschnappt. Kein Taxi oder Radiofunk. Mhm. Eine elektromagnetische Welle? Zwingen Sie mich nicht dazu, es zu erklären. Mir ist etwas sowieso langweilig, also wollte ich sehen, woher sie kommt. Sie müssen der einzige Mensch sein, der sein Haus verlässt, um eine elektromagnetische Welle nachzugehen. Telefon? Nummer unterdrückt. Ist es schon wieder der Attentäter? Soll ich jetzt rangehen? Ja, ich muss. Wer sind Sie? Haha. Sollen wir nicht gleich zur Sache kommen, Yagami-san? Der verrückte Bombo kehrt zurück. In dem Fall. So. Na. Wie oft müssen wir es noch durchkauen? Was wollen Sie von mir? Haben Sie ein Problem mit mir? Ein Problem? Sie haben diese Sache doch angefangen, Yagami-san. Sie haben die erste Bombe entschärft. Erinnern Sie sich? Ja, aber das auch. Naja, okay. Sie hätten einfach in die Luft gehen können. Aber Sie müssen ja den großen Helden markieren. Das sind vollkommen verrückt. Ruhig jetzt. Genug geredet.
Schreiben wir zur Tat. Es gibt eine neue Bombe in Kamarucho. Genau eine. Entschärfen Sie sie und wenn Sie sie entschärft haben. Was? Entschärfen Sie. Was? Entschärfen Sie sie. Wenn Sie es schaffen, Sie Großmaul. Ihr Hinweis. Die Taube knurrt zwischen den Kirschblüten. Die Taube knurrt zwischen den Kirschblüten. Es wird immer kryptischer. Was soll das überhaupt bedeuten? Yagami-shi. Sie wirken so angespannt, Yagami-shi. Mit wem reden Sie? Sorry, Tsubugo. Keine Zeit für Erklärung. Wir sehen uns später. Ich habe nicht einfach aus Neugier gefragt, sondern weil meine Messgeräte völlig verrückt spielen. Hä? Was? Könnte nur ein Zufall sein, aber ich glaube, Sie sind da an was dran, Yagami-shi. Passen Sie auf, Tsubugo. Irgendwo im Kabucho wird in der nächsten in 5 Minuten eine Bombe hochgehen. Eine Bombe? Hm? Erinnern Sie sich an die Explosion vor einer Weile? Der Täter ruft mich ständig an. Ah, jetzt ergibt das alles einen Sinn. Faszinierend. Diese elektromagnetische Welle ist vermutlich Ihre Bombe. Ernsthaft? Können Sie mit Hilfe dieses Signals aufspüren? Ha, nicht leichter als das. Sie müssen die Bombe allerdings noch entschärfen. Aber wo wir von dem Magneten sprechen, Sie ziehen den Ärger ja regelrecht magisch an. Yagami-shi. Ach, seien Sie still. Der Ärger findet mich eben immer. Aber egal, kümmern Sie sich um dieses Ding. Tsukumo. Na schön, solange Tsukumo das übernimmt, muss ich die Sache mit der Taube aufdröseln. Okay, finde die Bombe. So. Eine Taube kurt bei Kirschblüten. So, Kirschblüten. Wir haben keine Kirschblüten, oder? Haben wir Kirschblüten? Wo haben wir Kirschblüten? Wo könnten wir Kirschblüten haben? Ich würde mal hier lang danken. Das ist eigentlich auch viel mit Bäume. Ach, probieren wir es einfach. Scheiß drauf. Nee, ich habe keine Kirschbäume. Lass uns mal kurz überlegen. Kirschbäume. Kirschbaum. Eine Taube kurt bei Kirschbäumen. Da komme ich gar nicht rein. Da ist es auch das Ende. Eine Taube kurt bei Kirschbäume. Wo könnten hier Kirschbäume sein? Ich habe halt hier im Spiel halt einfach keinen Park irgendwie. Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Pause. Das ist auf jeden Fall nichts. So. Gebiete. Children's Park. Wo ist denn das? Das ist hier, aber das sind keine Bäume. Auf jeden Fall, wo Bäume sind, müssen eigentlich auch ein Park sein. Aber ich habe halt leider nicht viele. Pink Street, Hotel District, Theater Square. Theater Square. Sind da wirklich Bäume? Ich weiß es nicht. Schon wieder eine leere Flasche. Hm.
Nee. Also ich bin ratlos gerade irgendwie ein bisschen. Kirschbäume. Vielleicht ist es nicht wirklich was mit Kirschbäume zu tun hat. Oh Mann, Alter. Schrecklich. Scheiße, das ist nicht gut. Ich sollte rausfinden, was es mit der Corona Taube auf sich hat. Ja, Restaurant, oder? Taube, Eier, Hühnereier, vielleicht ein... Geht Taube was rein? Nein, das hat Taube gesagt. Ja, dann Popo. Corona Taube, Po. Ah, Popo, der Laden. Verdammt, aber in Kambodscha gibt es ungefähr 4 davon. Welcher ist der richtige? Die Kirschblüten sollten im potenziellen Kandidat eingrenzen. Pink Sweet. Moment. Pink. Blüten sind pink. Ja. Und Pink Sweet. Okay, let's go. Pink Sweet. Naja, ist halt gar nicht so doof. Ne, Leute? So, und wo ist die Pink Sweet? Pink Sweet, Eingang. Da. Und da ist auch ein Popo. Genau. Alles klar. Let's go. Popo. Was hat das mit Taube zu tun? Ein Taube macht Guru. Guru. Oder so. Aber nicht Popo. Vielleicht ist das jetzt hier ein bisschen abgewandelt durch die japanische Sprache, dass es Popo oder so eher eine Taube zutrifft. Aber ich glaube da eher weniger dran. So. Die Taube kurz zwischen den Kirschblüten. Es muss Popo auf dem Plüschli sein, richtig? Wo ist die Bombe? Da. Da. Hab sie. Jetzt muss nur die Drähte rausreißen. Wie beim letzten Mal. Dass es immer funktioniert. Das sollte reichen. Der Zähler hat angehalten. Entschuldigung, Sir. Was genau machen Sie da? Hm? Nichts Besonderes. Was halten Sie in der Hand? Ist das eine Bombe? Ah! Nein, warten Sie. Das ist... Sie sind ein Attentäter oder Polizei. Jemand muss uns helfen. Hey, nein. Beruhigen Sie sich. Ich bin ein Detektiv, kein Attentäter. In der Tat. Dieser Mann ist nicht... Der Attentäter, ganz und gar nicht. Tsukumo, gutes Timing. Haben Sie den Typ gefunden? Zweifeln Sie wirklich an meinen Fähigkeiten? Der hier ist es. Die Signale kommen direkt von ihm. Hä? Was? Nicht schlecht, ihr zwei. Richtige Detektive. Ich habe Ihre Spielchen satt und die Polizei wird einiges mit Ihnen zu besprechen haben. Also kommen Sie. Keinen Schritt weiter. Sehen Sie das hier? Scheiße. Ein hübscher Anblick, oder? Ich bin die letzte Bombe. Was wollen Sie damit bezwecken? Was bringt es Ihnen, sich selbst in die Luft zu jagen? Die Sicherheitsvorkehrungen in dieser Stadt sind eine Schande und ich werde es allen beweisen. Wie meinen Sie das? Also, dieser Typ wurde offenbar vor 3 Monaten aus einer Sicherheitsfirma entlassen. Beantwortet das Ihre Frage? Sie sind schnell und ja, ich werde dieses geldgeilen Mistkern eine Lektion beibringen. Die Sie nicht vergessen. Ich habe für diese Stadt alles gegeben. Ich habe einen detaillierten Vorschlag zur Verbesserung der Sicherheit in der Stadt vorgelegt. Und Sie haben gelacht. Zu teuer, meinten Sie. Diese Arschlöcher tun nichts, bevor nichts passiert ist. Sie können reden, so viel Sie wollen. Doch wir beide wissen, dass Sie sich eigentlich nur rächen wollen. Rache ist damit rein gar nichts zu tun. Das Rache hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Ich opfere mich selbst auf, um die Menschen in Kamurocho
die Wahrheit zu zeigen. Und damit Feuer frei. Nein, stopp. Was? Das tut sie nicht, klar. Ihr Plan wird nicht aufgehen. Ich habe mich in ihre Transmitter gehackt und die Frequenz geändert. Was? Was? Es ist vorbei. Kommen Sie einfach mit. Und zwar ohne großen Aufstand. Nein, verdammt. Ich gebe mich nicht kampflos geschlagen. Okay, Bomber. Auf jeden Fall steckt da viel ein. Come on. Und so haben wir den Bomber erlegt. Bombenstimmung ist jetzt vorbei. Sozusagen. So eine Sauerei. Gott sei Dank, das ist endlich vorbei. Bitte warten, es wird geladen. So. Kommen wir zu den Nachrichten. Im Fall der Bombenattentate in Kamurocho wurde endlich ein Verdächtiger festgenommen. Der 34-jährige Ryo Hasaka ist Angestellter im Einzelhandel und wurde zu Jahresbeginn aus dem Sicherheitsdienst entlassen. Laut Polizeibericht war sein Motiv die Ablehnung seines Entwurfs zur Überarbeitung der Sicherheitsstandards. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen wurden mehrere Sprengsätze gefunden und entschärft. Das hört sich an, als wäre die Sache erledigt. Ich schulde Ihnen was. Tsukumo. Überhaupt nicht. Das war die Erfahrung wert. Wie in einem Videospiel. Na schön. Haben Sie Hunger? Ich gebe Ihnen einen aus. Nicht nötig, Yagami. Ich habe nämlich ein Date mit einer Lady. Haha. Ja. Okay, vielleicht doch. Ihnen gönnt's. Was? Ernsthaft? Ich habe ihr bei meinem Problem mit ihrem Handy geholfen und zum Dank hat sie mich zum Abendessen eingeladen. Ja, leck mich doch. Ernsthaft? Und in den Klamotten wollen Sie da hingehen? Sie ist seltsam, Yagami. Ich mag sie. Sie mag mich, wie ich bin. Meintest sogar, ich wäre süß. Wow. Sie sind in ihrem Kreis etwas sowas wie ein Frauenheld. Tsukumo. Was soll ich sagen? Die Frauen stehen eben auf Männer mit Geschmack. Was zum nächsten Mal lasse ich die Pumpe einfach hochgehen. Gut, und wieder 150 Punkte erhalten, aber leider immer noch kein Geld. Und deswegen müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen. So. Also, wir checken mal jetzt mal die Karte. Gehen mal ins Büro. Und schauen, ob da ein neuer Fall sein sollte. Und wenn nicht, dann könnten wir ja langsam mal zum Tender. Oder Informationenbeschaffung. Eins von beiden. Ich gehe erstmal kurz mal zum Tender. Und schauen, ob wir da irgendwie noch neue Aufträge haben. Ich brauche Geld. YouTube Money for the Win. Oder wie das heißt. Nee, doch nicht. Nee. Falscher Bereich, falscher Abteil. So. So, da. Ah, halt zurück. Da liegt doch was. Da ist was. Geschenke. Jemand hat mir was geschickt. Gegen ein Geschenk, weil du Kenta Kasashi erledigt hast. Blau. Schon wieder? Okay. Muss man nicht wissen. Nicht verstehen. Oder so. Keine Ahnung. So, checken wir mal. Nichts. Okay.
Stufe 20. Gott. Okay, also keine Mission am Start. Das ist traurig und schade. Irgendwie doch. Schade. Schade, schade. So. Also. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir jetzt? Wir checken einfach mal die Karte. Da gibt es auch nichts Neues. Skills können wir auch keine nehmen, weil es fehlen auch haufenweise Punkte. So, was haben wir hier? Wir könnten da essen gehen. Ach komm, gehen wir Sushi essen. Ist doch mal was. Sushi ist cool. Schmeckt auch. Ist gut. Schade, dass man nicht hier rüberlaufen kann. Dass das Spiel nicht etwas größer ist. Aber ich sage es mal so, das Spiel ist eigentlich schon groß genug von der Detail, von Umgebung, alles. Hat schon was Besonderes. So, erstmal alles umwerfen. Wir kommen mal her. Was können wir denn essen? Essen wir das hier. Yabi Combo. Hey, Yuzumi. Der Bohnensaft muss aufgefüllt werden. Was? Bohnensaft? Sag mir nicht, du hast es schon wieder vergessen. Nein, natürlich nicht. Wie war gerade dabei, ihn aufzufüllen? Danke, das Essen war verzüglich. Oh, Yagami-san. Bitte warten Sie. Wissen Sie vielleicht, was er mit dem Bohnensaft gemeint hat? Ey, wieso fragen Sie mich das? Ich bin doch hier der Gastmann. Aber wenn ich andere Leute frage, werden Dinosaurier schreien mich an. Also, Sie sind vielleicht ein Koch. Wie haben Sie das überhaupt geschafft, eingestellt zu werden? Das ist jetzt nicht wichtig, Herr Gamisan. Bitte, sagen Sie mir, was er mit dem Bohnensaft gemeint. Was hat er mit dem Bohnensaft gemeint? Bohnensaft. Könnte eine Soße sein, die aus Bohnen hergestellt wird. Nee. Naja, Sojasauce natürlich. Ich glaube, er meint Sojasauce. Sie werden aus fermentierten Bohnen hergestellt und was anderes kann es in einem Sushi-Restaurant kaum sein. Interessant. Danke, dass Sie es mir so erklärt haben. Außerdem haben Sie mich vor der Beschimpfung des Chefkochs bewahrt. Dafür bin ich Ihnen besonders dankbar. Na. Sie sind noch dabei, sich einzuarbeiten, was? Hi! Ja. Es ist nicht mal ein Jahr her, dass ich angefangen habe. Ich habe im Ausland gelebt und mit meinen Eltern bin ich dann zur Schule gegangen und habe eine ganz andere Sprache gelernt. Ich bin erst vor kurzem nach Japan gekommen. Deshalb kommen Sie hierher im Sushi-Restaurant noch nicht so zurecht. Ganz genau. Ich bin jetzt nicht gewohnt, dass jemand andere Ausdrücke als ich selbst verwende. Das klingt einleuchtend. Danke nochmal, dass Sie so geduldig mit mir waren. Ich hoffe, Sie kommen bald wieder. Mal schauen. Alles klar. So, haben wir Sushi gegessen. Easy. Hat geschmackert. Vorzüglich. Aber ich war ein bisschen. Oh, eine Stickerei. Das sagt sie aber ja. Geht's noch? Der ist auch weg. Ich wollte auf ihn werfen. Wie man hier nicht. Aber wieder nicht funktioniert. Bam. Und 81 Punkte erhalten. Nice. Von wem ist das?
Oh, nicht schon wieder. Komm, Leute. Nice. Schon wieder 100%, ey. Das ist doch traurig. Traurig, aber wahr. Ich gehe ins Tender. Scheißegal. Keine Zeit. Entschuldigung, Entschuldigung. Keine Zeit. Sind hartnäckig, die Penner. Also ich bin am Tinder vorbeigelaufen. Ups. Im Tenter ist die eigentlich auch nicht die Sängerin. Schade. Wollten die anderen nicht zum Tenter gehen? Bescheuert. Okay. Also. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, den da und den da zu erledigen, aber das mache ich jetzt nicht. Weil das würde jetzt wieder alles zu lange gehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach ins Büro zurück und schlagen uns nochmal ein bisschen rum. Ah, bin vorbeigerannt. Der eine hat sich versteckt da drin. Ja. So, weg mit dir. Danke. Zeit gekocht. So. Nehmen wir das auch noch mit. Kleine Schraube. Ich will gar nicht wissen, was ich schon alles gesammelt habe. Ups, falsche Richtung. Ich habe schon viel zu viel gesammelt, sozusagen. Wieso kann ich nicht als erstes angreifen? Wenn ich ihn sehe, dann gleich. So, weg mit dir. Keine Zeit. So, Geld lässt ja auch nicht fallen, also. Habt ihr eigentlich hätte ich auch nichts zu suchen oder zu sagen. So. Okay, Leute, dann machen wir das einfach mal so. Dann machen wir hier einfach mal einen Zwischenschnitt rein. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Da werden wir auf jeden Fall mal noch die anderen beiden killen. Und ja, momentan gibt es jetzt gerade nicht mehr viel zu tun. Ich muss eigentlich noch Kaito finden und seinen Partner herausfinden, was er im Schilde führt. Was er für Probleme mit sich bringt. Aber das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen und würde sagen, wir tun jetzt hier einfach mal einen Schnitt machen. Ich werde jetzt auch langsam pennen gehen. Es wird auch langsam Zeit, weil wir haben schon wieder spät, bald schon wieder um 3. Und ja, irgendwann hat es auch mal seine Grenzen. Und ja, wie gesagt, für die Leute, die zugeschaut haben, bedanke mich erstmal vielmals. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne noch ein liken, kommentieren, abonnieren. Support ist kein Mod. Ja, wie gesagt, euer Feedback ist mir schon wichtig und würde mich auf eure Kommentare auch freuen. Und ja, würde sagen, somit verabschiede ich mich jetzt hiermit. Wir haben 2.45 Uhr. Und ja, wir haben genug gespielt heute für, denke ich mal, so fast schon 3 Folgen gemacht und eine lange Zeit Livestream gemacht. Und ich würde sagen, hey, ich gehe jetzt ins Bett. Für die Leute, die es anschauen, wünsche ich noch einen restlichen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen etc. und so weiter und so fort. Ihr kennt das Thema und hin und her. Und somit verabschiede ich mich hier mit dem Spiel Judgment. Mein Name ist Christian Asche 3000 und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal in der nächsten Livestream-Folge. Haut rein, schönen Abend noch. Ciao und Wiederschauen. Nicht zu vergessen, liken, kommentieren, abonnieren. Würde mich echt freuen. Sorry.